So, auf dem Kanal gibt es ja viele Videos zum Thema Graphenbreitensuche, Tiefensuche, Dijkstra, Stern etc. Also wenn es darum geht, wie bildet man Graphen ab, wie funktioniert ein Navi oder wie findet ein Bot seinen Weg, wie funktionieren diese Algorithmen und wie sind die Datenstrukturen, die man da verwenden kann, zumindest zwei davon. Und der eine oder andere hat dann doch wieder mal gefragt nach einem entsprechenden Übungsbeispiel, ja, wie kann man das in einem größeren Graphen vielleicht auch üben? Und deswegen habe ich mir mal kurz die Mühe gemacht und aus einem kleinen Städtchen im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich, in Österreich, hier einen Ausschnitt zu nehmen aus Google Maps und die ganzen Kreuzungen einzuzeichnen. Und die sind einfach durchnummeriert. A bis Z, beziehungsweise in Kleinbuchstaben und in Zahlen und habe dann über Google Maps mal die ganzen Distanzen ausgemessen. Und wir haben in diesem Fall hier auch eine kleine Einbahn. Das heißt, wir bekommen hier einen gerichteten, gewichteten Graph in Summe. Gut, wenn wir jetzt die Abstände einzeichnen, dann sieht das so aus. Ja, wir haben hier die Meta-Angaben überall entsprechend vorhanden. Nur etwas unübersichtlich. Und deswegen habe ich den Graphen noch stilisiert. Keine Angst, hier bei der Akademiestraße, da fehlt nichts. Das, was hier eingezeichnet ist, ist nicht wirklich befahrbar oder möglich zu befahren. Andere Bereiche hier habe ich dann mal ausgespart. Es sind ungefähr 42 Knoten, etwas über 50 Kanten oder so. Also, damit das schon passt. So, der Graph dann etwas stilisiert, sieht dann schlussendlich so aus. Ja? Mit den ganzen Gewichten, den ganzen Kanten, Kanten bezeichnen und hier auch die Distanzen. Und hier, wie gesagt, diese Einbahn mit den 280 Metern. Ja, da kann man jetzt das eine oder andere Beispiel dann machen, den ganzen Algorithmus durchprobieren. Und damit ihr diesen Graph jetzt nicht selbst mühsam abschreiben müsst, habe ich auch ein File gemacht, wo die ganzen Werte entsprechend drinnen stehen. Das File könnt ihr euch einfach runterladen, könnt ihr dann entsprechend parsen und eure Datenstruktur darauf aufbauen. Der Link zum File, den gebe ich natürlich in die Beschreibung. Ja, so sieht diese Datei jetzt aus. Die könnt ihr runterladen. Zwei Schrägstriche sind natürlich ein Kommentar. Und dann hier einfach Knoten von bis mit der Knotenbezeichnung, also von K nach A, Doppelpunkt, Leerzeichen und dann die Distanz. Wenn ein Stern dabei ist, dann ist es eine Einbahn in diese Richtung. Ansonsten also eine gerichtete Kante. Ansonsten ist die Kante ungerichtet und es geht in beide Richtungen. Dieses File kann man jetzt parsen und entweder in eine Adjazenzmatrix, Adjazenzliste, in einen Array mit Relationships machen, in ein Graphenobjekt reinparsen, wie auch immer ihr dann die Datenstruktur wählt, um den Graphen entsprechend abzubilden. Ja, das ist es. Kann man einfach dann durchgehen und dann viel Spaß beim Üben der verschiedenen Algorithmen.